Hallo Seppel. Servus Schaf. Wie geht's? Na danke. Wie danke? Danke gut oder danke schlecht? Eher schlecht. Warum denn das? Weißt du Schaf, ich mache mir Sorgen. Sorgen? Welche Sorgen? Ja, ob sich das alles so ausgehen wird. Wie ausgehen? Ja, das mit dem Corona. Wie meinst du das? Es gibt immer mehr Neuinfizierte, es gibt immer mehr Kranke, es gibt immer mehr Tote, es wird jetzt immer nur noch gefährlicher. Wenn du das jetzt so erzählst, bekomme ich auch richtig Angst. Ja, ich fürchte mich wirklich. Ich glaube, wir werden alle sterben. Oje, gerne. Das will ich aber nicht. Ich auch nicht. Und was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Was meinst du denn? Ich habe schon eine Idee, was ich mache. Ja, was denn? Ich werde die Großmutter besuchen. Die hat bestimmt eine gute Idee. Nein, das darfst du auf keinen Fall machen. Die ist ja eine Risikopatientin. Wenn du die besuchst, stirbt die auf der Stelle. Nein, bestimmt nicht. Ich habe deinen Vorteil. Wieso? Weil ich ein Schaf bin. Ich kann die Großmutter nicht anstecken. Du hast es gut. Jetzt verstehe ich, warum die dich nicht so stresst. Du als Schaf kannst ja gar kein Corona kriegen. Stimmt schon, aber Sorgen mache ich mir trotzdem. Darum besuche ich jetzt die Großmutter, die weiß bestimmt, was man gegen Sorgen machen kann. Vierte Seppel. Servus, Schaf, erzähl mir bitte davon. Oh, schon weg. Hallo Großmutter. Grüß dich, Schaf. Schön, dich wiederzusehen. Was führt dich denn zu mir, mein lieber Schaf? Weißt du, Großmutter, so viele Leute machen sich Sorgen wegen Corona. Manche haben richtig Angst. Ja, das kann ich gut verstehen. Hast du auch Angst? Angst vielleicht weniger, aber dennoch bin ich achtsam und vorsichtig. Und warum hast du keine Angst? Du könntest ja auch sterben. Ja, freilich, aber dass ich sterben kann, das ist ja nichts Neues für mich. Ist dir das egal? Nein, das nicht. Aber ich bin mehr dankbar, als dass ich Angst habe. Wie kannst du mehr dankbar sein? Wofür bist du dankbar? Ich bin dankbar, dass ich lebe und jeden Morgen fröhlich aufwache. Ich bin dankbar, dass ich genug zum Essen habe. Mhm. Ich bin dankbar, dass ich genug zum Trinken habe. Ich bin dankbar, dass ich liebe Leute und ein liebes Schaf habe, mit denen ich reden kann. Oh. Ich bin dankbar, dass es mir im Großen und Ganzen gut geht. Das ist ja alles nicht weit weg. Nur weil wir uns gerade nicht in einer weltweiten Erkrankungswelle, einer Pandemie befinden. Großmutter, ich glaube, du machst das vollkommen richtig. Warum bist denn du so gescheit? Ich weiß nicht, ob ich jetzt so gescheit bin deswegen. Ich habe schon vieles in meinem Leben gesehen und erlebt. Ich habe manches Schweres, aber auch manches Gutes erfahren. Gott hat immer gut auf mich aufgepasst. Ich glaube daran, dass Gott auch weiterhin gut mit mir meint. Gott wird dich auch versorgen, wenn ich krank werde. Und wenn du jetzt so krank wirst, dass du stirbst, was machst du dann? Gerade dann muss ich darauf vertrauen, dass Gott es gut mit mir meint. Denn wenn es ans Sterben geht, dann kann ich selbst wohl gar nichts mehr machen. Eigentlich hast du recht, Großmutter. Dann kann dir wirklich nur mehr Gott helfen. Großmutter? Ja? Ich mag das auch so sehen wie du. Was mache ich da oder wie machst du das? Was kann ich da machen? Du kannst dir Gott wie einen guten Hirten vorstellen, der es gut mit dir meint. Ja, das ist leicht. Ich glaube, Gott ist wie ein guter Hirte zu mir. Und dann erinnere dich dran, als du das letzte Mal dich auf einer grünen, saftigen Wiese richtig satt gefressen hast. Ja. Das war in einer grünen Au und rundherum war frisches Wasser. Und wer meinst du, hat dich dorthin geführt? Gell, Großmutter, das war Gott, der gute Hirte, oder? Wenn du das so empfindest, war er das?
es nicht. Irgendwie denke ich schon. Kann ich mir das sicher sein? Liebe Schaf, ich bete gerne vor dem Essen. Oft bete ich folgendes Gebet. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Oh, so ein schönes Gebet. Dieses Gebet ist ein Dankgebet. Dieses Gebet hilft mir, auf das zu schauen, was ich habe. Mich auf das zu freuen, was mir gerade gegeben ist. Und insbesondere dankbar zu sein. Das ist ja eine super feine Sache. Und gar nicht so schwer. Dankbar sein und auf Gott vertrauen. Das ist also dein Rezept gegen Angst. Ja, mit Gott vertrauen, da geht vieles viel leichter. Danke, Großmutter. Das werde ich jetzt auch machen. Immer wenn ich Angst habe, werde ich an den guten Hirten denken und an die grüne Au mit dem frischen Wasser. Wenn dich der gute Hirte einmal dorthin geführt hat, dann wird er es immer und immer wieder machen. Oh ja. Danke, Großmutter. Du hast mir sehr geholfen. Vierte. Vierte Schaf.